Klimafolgenanpassung 2021 leicht gemacht. Mit dieser Frage möchten wir heute Sie ganz herzlich begrüßen in Kiel, in Berlin, in Bottrop, in Nürnberg. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse lassen uns aufhören und zum gemeinsamen Handeln aufrufen, das Bauen der Zukunft hinsichtlich klimatischer Veränderungen anzupassen. Dass die Klimadaten Deutschlands für das Jahr 2020 belegen, dass wir einen dramatisch steigenden Anstieg der mittleren Jahrestemperatur haben. Das letzte Jahr ist das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung gewesen und die Durchschnittstemperatur ist seit 1881 bereits um 1,6 Grad gestiegen. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Friemert. Ich freue mich, Sie heute ganz herzlich begrüßen zu können und dass Sie auch so zahlreich heute wieder mit dabei sind für ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir freuen uns heute dazu auch, ein paar ausgewiesene Experten begrüßen zu können und haben zum Thema Klimawandel in Deutschland neue Erkenntnisse uns überlegt, das muss jemand machen, der sich richtig auskennt, der auch mit Kommunikation umgehen kann und der die Hintergründe uns auch ganz einfach plastisch schildern kann, so wie wir ihn auch im täglichen Leben, nämlich aus dem Fernsehen kennen. Und deswegen haben wir heute einen Meteorologen, einen Buchautor und den Sprecher der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich in Offenbach Frank Böttcher. Hallo Frank, kannst du uns hören? Hallo Peter, ja, ich kann euch hören, ich kann dich hören, hallo. Ja, und ich habe auch gehört, du bist ja dort am Rande der 14. Klimatagung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach unterwegs. Und nachdem wir nun gestern das Konzept der neuen Ampelkoalition gesehen haben, habe ich gehört, in einer Pressemitteilung soll gesagt worden sein, ihr hättet heute über das Winter den Winter 2021-22 entschieden. Ist das richtig? Ja, wir gehen auch noch darüber hinaus. Wir haben uns auch gleich die nächsten Jahre noch vorgenommen. Damit wir endlich mal wieder einen Winter bekommen, haben wir uns die Köpfe zusammengesteckt und jetzt entschieden, jetzt kommt endlich mal wieder Winter auf uns zu. Nein, das haben wir natürlich nicht, aber wir haben die Deutsche Klimatagung genutzt, um ein ganz wichtiges Thema zu besprechen. Heute hier war der Schwerpunkt vor allen Dingen die Klimakommunikation. Also wie umgehen auch mit denjenigen, die tatsächlich manchmal sagen, mir ist das alles vielleicht sogar zu viel, ich möchte mich gar nicht mehr weiter damit auseinandersetzen, mal ganz abgesehen von denjenigen, die auf der Klimaleugnerseite unterwegs sind und dann vielleicht sogar wissenschaftliche Informationen torpedieren. Also das war heute der Themenschwerpunkt und es gab dazu eine ganze Reihe Vorträge. Wir schalten ja gleich wieder zu dir nach Offenbach rüber und ich möchte zunächst erstmal das Programm noch ein bisschen weiter vertiefen. Wir wollen natürlich nicht nur darüber sprechen, wie der Klimawandel sich entwickelt und wie wir das erkennen und beschreiben müssen, sondern wir möchten natürlich auch vor allen Dingen darüber sprechen, was können wir tun und welche kommunalen Strategien zur Klimaanpassung, Klimafolgenanpassung gibt es eigentlich. Und da haben wir uns gedacht, wir laden heute mal jemanden ein aus Hamburg, der schon seit 2 Jahren mit dem Thema Klimafolgenanpassung zu tun hat. Und zwar im Zusammenhang mit den Hamburger Energielotsen. Und da freue ich mich ganz herzlich begrüßen zu können, Carsten Kröger, der für das Energiebauzentrum Hamburg arbeitet, also für die Hamburger Energielotsen. Hallo in Hamburg, herzlich willkommen, Carsten Kröger. Wir können dich nicht hören, du musst mal deinen Ton kurz anmachen. Moin, schöne Grüße aus Hamburg. Ja, du wirst uns nachher beschreiben, wie Hauseigentümer, glaube ich, reagieren müssen und was sie tun können, um ihre Häuser sicherer zu machen, was es für ein Beratungsangebot gibt. Und das ist offensichtlich, glaube ich, auch ziemlich erstmalig in Deutschland, in dieser Größenordnung, oder? Ja, genau, das ist korrekt. Also da habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen, also, dass man das auch auf andere Städte, Gemeinde erweitern sollte, ne? Ja, vielen Dank. Wir werden später mehr zu hören. Und unser dritter Gast, den wir heute begrüßen können, beschäftigt sich auch mit Klimafolgenanpassung und wird unter dem Titel einer wachsenden Herausforderung Strategien für Kommunen und Gesellschaft in der Planung und Beratung vorstellen. Und er kommt von einer nicht geringeren, aber wichtigen Einrichtung in Deutschland als der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus Osnabrück. Ich begrüße ganz herzlich in Bremen Herrn Ulf Jakob. Ja, grüß Sie. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ja, und Sie werden uns nachher vielleicht Projekte vorstellen. Was müssen wir uns da vorstellen? Was werden Sie uns nachher berichten? Also wir als DBU haben natürlich eine Reihe von Projekterfahrungen. Die möchte ich gerne weitergeben. Darauf hat sich auch entsprechend schon eine Klimaanpassungsstrategie sozusagen auch bundesweit ausgerollt. Und ich möchte ja mal zeigen, wo sind Lösungen sozusagen im Spagat zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung. Ich glaube, dort sind viele Synergien, die müssen wir einfach nur heben.
und gleichzeitig eben was für eine attraktivere und lebenswertere Umweltgestaltung in den Städten tun. Das können wir und da werde ich einige Instrumente vorstellen. Ja, vielen Dank, Herr Jakob. Später mehr. Wir schalten jetzt wieder zurück rüber nach Offenbach und kommen wieder zu Frank Böttcher. Meine Damen und Herren, wie Sie gemerkt haben, so ein Profi bringt ja nichts aus. Frank, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch viel Erfolg in Offenbach und hoffe, dass wir nicht alles erleben werden, was du uns prognostiziert hast, sondern vielleicht doch noch ein klein bisschen den Schwenk kriegen, dazu in der Zukunft etwas lebenswerter mit umzugehen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, es ist alles gesagt und das Feld ist bereitet. Deswegen geben wir auch einen fliegenden Wechsel rüber an Carsten Kröger nach Hamburg. Was uns natürlich jetzt interessiert, das ist, was können wir daraus lernen, was können wir tun? Und es gibt natürlich Strategien und Ansätze schon hier und da, was man machen kann. Und wie so etwas aussieht, wie Hauseigentümer sich beraten lassen können, um diesen Witterunbillen vielleicht etwas besser vorbereitet zu sein. Das schauen wir uns jetzt mal an und ich begrüße in Hamburg Carsten. Du wirst uns jetzt mit, glaube ich, etwas eingedampfter Zeit, die wir nur noch zur Verfügung haben. Du hast aber den Vorteil, dass manches ja auch schon gesagt ist und vielleicht das eine oder andere wir nicht mehr erklären müssen. Carsten, du hast das Wort. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und von meiner Seite auch nochmal herzliches Willkommen. Starten wir jetzt zum. So. Bitte nochmal schnell auf Vollbildschalt. Meine Seite herzlich willkommen. Ja. Und paar Informationen zu meinem. Bitte nochmal unten auf die Vollbild-Taste gehen. Vollbildkaste. Ah, das ist die Taste neben dem Cursor, rechts unten. Das Beispiel. Rechts unten neben dem Cursor. Ja, da, genau. Klack, da drauf. Genau, so. Okay. Ja. Genau, mal ein paar Informationen zu meiner Person. Habe also Management, Bauingenieur, Immobilienwirtschaft, Energie studiert sozusagen. Bin vorher im Bereich Großprojekte tätig gewesen, Bauüberwachung, unter anderem Stuttgart und Hamburger Flughafen. Betreibe jetzt mein entsprechendes Bauingenieurbüro und Immobilienfirma. Bin dann vielfach an der Bauqualitätssicherung, Projektentwicklung von Bestandsbauten, Neubauten tätig, aber auch Vorstandstätigkeiten, Beteiligung an verschiedenen Bereichen, Immobilien, Energiewirtschaft. Sozusagen habe also sehr viel mit Immobilien zu tun, schaue mir diese also ganz gezielt an, aber meine Herzensangelegenheit ist eben Klima, Umweltschutz und Tierschutz. Da mache ich mich stark in Form von Vorträgen, KFO, Vorortberatung oder auch stationäre Beratung, um da entsprechende Hilfestellung zu geben. Das Thema, wo wir jetzt drauf hören, Klimafolgenanpassung, ist leider schon die Wirkung, weniger die Ursache auf den Klimawandel. Das heißt also, in der KFA-Beratung gucken wir schon auf das Kind, was in Gründen gefallen ist. Unter anderem geht es dann auch um verschiedene Bereiche des Bauingenieurwesens, unter anderem Bodenmechanik, Hydromechanik, Siedlungswasserwirtschaft, Grundbau, Wasserbau, Anlagentechnik mit verschiedenen DIN-Normen, Gebäudehülle, Bauplanungs-, Bauordnungsrecht. Also weitere Einblicke sollen also nachfolgend vorgestellt werden. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht immer auf jede Folie ein, zum Beispiel auf die Checklisten, soll eine grobe Orientierung geben, was bieten wir da so an in die Beratung, ohne jetzt auf die einzelnen Punkte explizit einzugehen. So, Klimafolgenanpassung, was heißt das dann? Also einerseits nehmen die Regen stärker zu und der sommerliche Hitzeschutz, das heißt also, es wird immer wärmer, wie gerade eben auch schon festgestellt. Also KFA-Termine vor Ort gilt also auch für Nicht-Wohngebäude, Bestandsgebäude, Neubauvorhaben, Einschätzung der Gefährdung für die Bauten, aber auch für die Menschen und eben Schutz der Bewohnung, Bausubstanz. Zu den Sachen sommerlichen Hitzeschutz, also Ausrichtung der Gebäude, die Durchlüftung, die Material der Farben, Fenster, Verglasung, Sonnenschutz, Dachaufbauten, welche Materialien sind verwendet worden, Versiegelung, Verschattung, Lage gemäß Stadtklimaanalyse, da gibt es also auch viele
Karten, die da sehr hilfreich sind, und eben die Gebäudenutzung. So, inwieweit sind unsere Gebäude bereits an die Klimafolgen angepasst? Wieso wird der Starkregen immer wichtiger? Das hatte Frank Böttcher auch sehr anschaulich dann mit seinen Filmen und Videos gezeigt. Also besser kann man es nicht machen. Wie können wir also einen Beitrag leisten bezüglich Starkregenschutz? Unter anderem ist unsere Antwort vor Ort Termin beim Kunden konkret beim Objekt. Per Telefon lässt sich das immer schwierig darstellen. Das heißt also, da fahre ich dann eben zu den Kunden raus und schaue mir die Situation an. Das heißt, wir gucken uns da verschiedene Mängel an, erkennen diese und sensibilisieren diese Eigentümer, Eigentümerinnen entsprechend mit entsprechenden Checks, was ich dann auch noch ein paar Informationen mitgebe. Das heißt also, erste Gefährdungsabschätzung kann beispielsweise mit der Starkregen-Gefahrenkarte vollzogen werden. Die ist relativ neu, die ist jetzt am 3.6.2021 veröffentlicht worden. Das heißt also, Hintergrund ist eben, Starkregen-Ereignisse kommen immer häufiger vor. Und wenn man jetzt mal im Hamburger Bereich guckt, in den letzten 10 Jahren hat es also 180 Starkregenereignisse gegeben. Also die Häufigkeit, aber auch die Intensität nimmt immer zu. Einerseits die Herausforderung der Nachverdichtung. Das heißt also, es sollen möglichst viele Häuser und Wohnungen gebaut werden. Allerdings werden auch mehr Flächen zugebaut. Das heißt also, Versiegelung der Flächen. Und wie kann man da entsprechend gegensteuern? Unter anderem wäre da eine Möglichkeit mit beispielsweise grünen Dächern oder grünen Fassaden. Dass die Starkregen-Gefahrenkarte ist eine Ausarbeitung der von Hamburg Wasser und der BKEA-Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft und soll sozusagen erste Hinweise geben, wo erhöhte Gefahren da sind. Hier nochmal dargestellt, kann man oben rechts dann die Adresse eingeben und hier die blauen und der hellblauen Flächen sind sozusagen die Senkentiefen. Das heißt also, da wo es eben dunkel gefärbt ist oder so, ist also großes Potenzial, um jetzt Wasseransammlung herbeizuführen, wo es dann ein bisschen heller wird, dann entsprechend weniger Potenzial. Das heißt also hier auch nochmal, damit das ein bisschen anschaulicher wird, ein Objekt rausgenommen in Hamburg. Hier auch nochmal dargestellt, hier dieser helle Bereich mit den entsprechenden Pfeilen, wo das Wasser langfließen würde, wo es sich sammeln würde. Auch hier sieht man dann das Sammlungspotenzial da. Hier auch nochmal eine Google Earth-Darstellung, wie das sozusagen live aussieht. Das heißt also, bei der Beratung drucken wir dann diese Starkregenkarte bezogen auf das jeweilige Objekt aus und übergeben das dann entsprechend an die Eigentümer. So, nachfolgend ein Schaden, wie er sich dann eben ereignet hat, vorwiegend dann in der Starkregenkarte vorher dargestellt. Das sind Situationen aus dem Vorgartenbereich, auch wenn man hier mal guckt, also die ganzen Rohre und Bordsteine, die ein gewisses Gewicht haben, komplett eben rausgerissen, aber auch das Wurzelmaterial bildet keinen Widerstand. Und wie wir das auch bei dem Vortrag von Frank Böttcher gesehen haben, so Autos sind also kein Widerstand, letztendlich um die Wassermassen entsprechend auszubremsen. Und auch gerade hier, so als Bauingenieur, interessiert mich dann besonders, welche Kräfte dort wirken müssen, um jetzt eine Sohlplatte aus dem Keller rauszureißen, beziehungsweise diese Wanddicke entsprechend rauszulösen. Das heißt also, wie gehen wir die Sache an? Das heißt, wir haben da auch einerseits die Broschüre Leitfaden Starkregen, Objektschutz und bauliche Vorsorge. Die kann man dann entsprechend auch bestellen bei dem jeweiligen Bundesinstitut für Bau- und Stadt- und Raumforschung. Hier unten dann auch nochmal die Möglichkeit der Bestellung. Das heißt also, E-Mail kann man hinschicken mit dem Stichwort Bürgerbroschüre Starkregen.
sind 67 Seiten plus entsprechender Anhang. Da gibt es also viel zu lesen. Unter anderem ist das daraus eben eine Checkliste. Das heißt also, gibt es eventuell einen Rückstau im Gebäude. Das heißt also, die beim Vororttermin wird gefragt, welche Ereignisse haben sich da schon negativ ergeben. Oder gibt es irgendwie einen Rückstau in der Straße, wo man vielleicht dann auch nochmal die Stadt ansprechen könnte, oder überlaufende Dachrinnen, oder wie ist mit den Eingängen bestellt, also sind die im gefährdeten Bereich. Und hier auch nochmal eine grobe Orientierung, das heißt also, welche Investitionen könnte man durchführen, um da entsprechenden Schutz aufzubauen. Oder auch nochmal gibt es hier dann noch einen Test zur Selbsteinschätzung, das heißt anhand der Punkte hier kann man also selber die Summe zusammenziehen und kann dann selber einschätzen, ob ich jetzt vielleicht im mittleren Bereich bin. Meine Empfehlung ist eben, diese Seiten sozusagen zu kopieren und in turnusmäßigen Abständen, vielleicht ein bis zwei Jahre, regelmäßig zu überprüfen, ob es hier vielleicht eine Veränderung zum hohen Bereich, also zur hohen Gefährdung eben ausgeht. Hier auch nochmal, wenn man stärker einsteigen möchte, Hinweis auf DIN-Normen und entsprechende Reglementierung. Dann hier der Klassiker sozusagen, fehlende Rückstausicherung. Auch da sollte man dann also nochmal speziell drauf achten. Das heißt also mit der Baubeschreibung vielleicht oder dann auch nochmal mal schauen oder den vorherigen Besitzer, Eigentümer dann fragen, ob es da entsprechende Vorrichtungen vorhanden sind und wenn nein, die entsprechend dann zügig umzusetzen. Hier einfach mal eine Untersuchung der Dichtigkeitsprüfung, das heißt also hier wird dann das WC abgebaut, dann geht man hier mit entsprechenden Schläuchen rein und kann dann hier anhand der Kamera sehen, sind die Rohre defekt oder sieht man da eventuell nochmal eine Rückstauklappe. Hier auch nochmal Situation dargestellt, also wenn man da also relativ gut rankommt oder so, dass man dann die Funktionsfähigkeit der Rückstauklappen dann in regelmäßigen Abstand überprüft, entweder mechanisch sozusagen oder es gibt dann auch Vorrichtungen, die das dann automatisch machen, wenn dann irgendwie eine Störung da ist, nachdem das hier automatisch getestet wird. Gibt es dann eine Nachricht, ein akustisches Signal oder man kann das über Smart Home Technologie dann auch auf dem PC oder Handy übertragen. Hier auch nochmal eine Darstellung bei uns in der Ausstellung in Hamburg-Harburg im Elbcampus, wo man das auch nochmal live dann sich näher anschauen kann. Hier eine klassische Situation, Mängel erkennen, Lichtschacht, der also die gleiche Ebene hat sozusagen wie der Fußbereich hier. Das heißt also, hier kann also verstärkt Wasser eindringen. Meistens kann man das hier aufkanten und hier von oben, das gegen das eindringende Wasser, kann man das auch nochmal dann entsprechend abschotten, somit dass der Eintrag dann in den Keller minimal ist. Oder es gibt auch entsprechende kostenfreie Apps, Nina oder Katwan, wenn man da dann also eine Nachricht bekommt, also kann man dann entsprechend die Lichtschächte mit so einer Vorrichtung, die wir auch bei uns in der Ausstellung haben, da kann man dann auch nochmal probieren. Das ist hier so der Hebel, da fügt man das mit ein. Hier ist eine umlaufende Dichtung vorhanden oder hier auch mal so eine Art Schott. Oder hier beispielsweise verschiedene Dammbalken, wo man dann auch nochmal eine Ausstellung sich davon überzeugen kann. Mit der Handhabung schafft man das selber. Und meistens sind das Aluminiumkonstruktionen, die also sehr leicht zu bedienen sind. Und das heißt, wenn so ein super GAU sich anschleicht, also dass man entsprechende Vorkehrungen treffen kann oder den Nachbarn, Nachbarinnen dann nochmal bitten kann, das, wenn man im Urlaub ist, so das dann durchzuführen. Auch hier gibt es dann wasserdichte Fenster. Auch hier müssen wir dann gucken, nochmal die Dichtheit überprüfen. Ansonsten bietet die Industrie für alle Fälle auch verschiedene Möglichkeiten. Auch hier gerade
Garageneinfahrten. Wenn jetzt hier sozusagen die Ebene der Straße ist, läuft das also sehr, sehr intensiv voll und geht so lange weiter, bis das entsprechende Pegel erreicht ist wie das Straßenniveau. Besonders kritisch, wenn da dann im Kellerbereich die Heizung, speziell jetzt Ölheizung, untergebracht wird oder bei Industriegewerbegebäuden, die entsprechenden Server. Auch hier nochmal dargestellt, wenn dann eindringendes Wasser ist, also sich aus den Räumlichkeiten schnell wegbewegen, die Weinprobe abbrechen, wie Frank Böttcher das so anschaulich dargestellt hat. Ansonsten gegen diese Kräfte hier, wenn sich das Wasser aufgestaut hat, kommt man sich da nicht an. Also das bringt da nichts. Auch hier vorbeugenderweise schauen und so, kann das Wasser noch vernünftig ablaufen. Das ist jetzt teilweise auch vielfach in der Realität zu sehen. Auch das heißt also auf Regenfallrohre, wo sich die Pflanzen sozusagen das Wasser bequem raussuchen und dann ein massives Wurzelwerk entwickeln. Da gibt es eine relativ einfache Maßnahme, weil jetzt noch mal Baumarkt, also laufende Meter kosten 2, 3 Euro, kann man also relativ schnell umsetzen oder auch hier die entsprechenden Abflüsse dann abdecken. Besonders wertvoll finde ich sozusagen, dass Regenwasser sammelt, so in Zisternen. Sind also Behälter, wo man das Regenwasser dann vom Dach also verwenden kann. Und wenn die Zisterne voll ist, kann man das sozusagen in den Überlaufschacht, in den nächsten Schacht, das heißt also der Schacht, die ist nach unten offen. Und das ist ein geschlossenes System hier. Das heißt also, da kann man dann die Tauchpumpe dann reinsetzen und das Regenwasser sozusagen abpumpen. Das Frischwasser finde ich eigentlich viel zu schade. Das ist ein wertvolles Lebensmittel, was man also für andere Zwecke verwenden sollte. Die Zisterne muss nicht in Stahlbeton sein, sondern kann also auch in Kunststoff sein, wo man dann auch nochmal den netten Nachbarn bitten kann, damit anzupeben. Das heißt also, kann man auch vielfach selber machen oder hier auch sehr optisch ansprechend. Gibt es dann eben Behälter, die sehr, sehr toll funktionieren und auch optisch toll aussehen oder hier entsprechend Überlauf mit Rücklauf. Hier dieser Bereich, so also stark versiegelte Fläche. Ich war letztens noch bei einem Objekt, also da wurde auch der Innenbereich zwischen den Häusern stark durch asphaltiert. Das heißt also, auch da hatte das Regenwasser keine Möglichkeit mehr, in den Boden einzudringen, hat sich dann gesammelt und dann sind die Keller überflossen. Oder auch das Klima, das heißt auch hier der starke Bereich hat sich dann, also schwarze Bereich hat sich dann aufgewärmt. Das heißt also auch ein sehr stark suboptimiertes Mikroklima. Auch das hat man in den Kommunen erkannt. Die Situation also vorher, teilweise mit der Mobilität ist das ja im Wandel. Das heißt auch da weniger Autos. Das heißt also hier diese Flächen kann man dann wieder auflockern. Das heißt auch hier ein tolles Mikroklima oder auch Naherholung. Das heißt also auch, wenn die Autos vorhanden sind, also da kann man die entsprechend dann so parken, dass da auch noch Wasser aufgenommen werden kann. Hier auch noch mein Innenhof, der war vorher dann auch asphaltiert, den hat man dann auch massiv dann aufgelockert, sodass da wieder Gemeinschaftsleben dann stattfinden kann. So, Starkregenschutz. Genau, klassischer Ablauf bezüglich eines KFA-Termins. Das heißt, ein potenzieller Beratungsempfänger ruft bei uns an, fragt nochmal nach, welche Informationen kann man mit dem KFA-Termin bekommen. Teilweise gibt es da dann auch Missverständnisse bezüglich auch der Dichtheitsprüfung. So, dann kriege ich die Informationen auf per Outlook-Kalender mitgeteilt. Das heißt also, ich rufe den Kunden, die Kundin dann vorher auch nochmal an, habe dann auch die Sicherheit, dass der Termin dann Präsenz ist und falls es da Verzögerung kommen sollte von seitens des Kunden,
Das heißt, also ist vielleicht noch in der Firma, ist auf dem Weg nach Hause, sind wir dann sozusagen im direkten Handykontakt über meine Nummer. In der Regel ist dann der Beratungstermin 45 Minuten, teilweise nach verschiedenen Fragestellungen dauert das auch mal länger. Und zum Schluss werden sozusagen auch nochmal die Themenfelder zusammengefasst und entsprechende Flyer ausgeteilt. So, die Zusammenfassung, das heißt also, hoher Nachholbedarf ist vorhanden an Nachrüstung. Beratungstermine werden also sehr gut angenommen und teilweise auch mehrere Beratungen pro Tag. Und die Kunden sind also positiv überrascht, dass dieser Serviceangebot letztendlich angeboten wird. Auch direkt nach der KFA-Termin gibt es also sehr positive Rückmeldungen. Direkt nicht Beratungsgespräch. Wichtig finde ich die Sensibilisierung für das Thema. Gerade eben die paar Fotos gezeigt. Das heißt also, da wird also offensichtlich, was das ausrichten kann, selbst wenn man in der Situation vorher nie daran gedacht hat. Also jeder Einzelne kann was tun. Das liegt nicht nur am Gebäude, sondern also in Sachen Mobilität und Ernährung kann also auch sehr viel getan werden, um jetzt klimaschädliche Gase zu reduzieren. Wir unterhalten uns die ganze Zeit über meistens über CO2, aber gerade in Sachen Ernährung CH4, also Methan, was jetzt 25 mal schädlicher ist wie für das Klima, wie CO2 oder die Stickstoffmonoxid, also ein Bereich aus der Gülle, also 300 mal schädlicher. Also da ist also enormer Hebel vorhanden, ohne dass man jetzt ein eigenes Bestandsgebäude hat. Und jede Strecke muss man also nicht mit dem Auto fahren. Das heißt also, auch da kann man was für seine gar eigene Gesundheit tun, also Bewegung oder aufs Rad steigen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, anderes Thema ist sozusagen der Hitzeschutz. Wieso wird der sommerliche Hitzeschutz also immer wichtiger? Was können wir also tun, um Überhitzung zu vermeiden? Hier haben wir also unseren Ausstellungsbereich mit verschiedenen Dämmstoffen oder verschiedenen Konstruktionen oder auch nochmal Holzfaser, Dämmstoffe mit großer Wärmespeicherkapazität. Hier dann auch nochmal Dämmstoffe für den Bereich zwischen Tragschale und Vormauerziegel, das heißt Einblasdämmung, hier Bereiche eben der am besten eben der die Beratung direkt beim Objekt. Hier sind wir sozusagen mit dem CEVO-Mobil, einem elektrischen Smart, dann unterwegs, fahren dann zu den Kunden hin und schauen uns sozusagen die Hitzebelastung an. Das heißt also, wir schauen uns dann die Detailzeichnung an oder die Baubeschreibung, was wurde da tatsächlich gebaut, eingebaut oder wie sehen die Fassaden aus? Heizen sie stark auf? Welche Fassade? Gibt es sehr dunkle Fassaden, die jetzt also viel Wärmestrahlung absorbieren? Wie sieht es aus mit der Verglasung oder mit dem Dach? Ist da direkt eine Kiesschicht drauf oder eine Bitumdachbahn, die dann auch schwarz entsprechend ist? Manchmal werden die jetzt ja auch in hell durchgeführt, wo der Reflexionsanteil entsprechend größer ist. Oder ist es möglich, das Dach mit relativ einfachen Mitteln zu dämmen, beispielsweise Einblasdämmung? Oder sind verschiedene Verschattungsmöglichkeiten natürlich, beispielsweise durch größere Bäume, vorhanden? Oder wo befindet sich das Grundstück? Abseits größerer Grünflächen oder in Flussnähe oder das heißt, auch da sind bestimmte Kühleffekte. Dann sollte man auch noch mal schauen, wer ist in diesen Gebäuden zu Hause. Das heißt, eventuell ältere oder kranke Menschen, also Krankenhausbereich oder Altenheimbereich oder Kindertagesstätten, die jetzt also die Hitze nicht ganz so vertragen können. Das heißt, auch zu diesen Themengebieten
Dämmung im Dachbereich, Austausch von Fenster, übergeben wir dann auch nochmal entsprechende Flyer zu diesem Thema, dann auch nochmal Checklisten, das heißt also auch hier eine Einverständniserklärung von dem Kunden, damit wir auch eine Rückmeldung haben, was können wir optimieren, was sollte man vielleicht noch zusätzlich hinzunehmen, Aufnahme in den Verteiler, das heißt also auch da haben wir verschiedene Veranstaltung, wo wir über diese Themen, Fensteraustausch, Dämmstoffe informieren. Hier mal so ein klassisches Bild, Verschattung durch die Bäume oder welche Verschattungssituation ist an den Fenstern vorhanden, Rollläden oder wie sieht das Glas aus, falls keine Verschattungsmöglichkeit aktuell bei Bestandsbauten vorhanden sind, welche Neigungswinkel sind vorhanden, welche Baustoffe sind vorhanden, das heißt also vielleicht Dämmstoffe mit großer Wärmespeicherkapazität oder wie sieht die Lüftungsmöglichkeit aus, sind das jetzt Fenster oder sorgt eben eine dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage sozusagen für die B&Entlüftung. Auch hier nochmal dargestellt. Wir haben jetzt hier eine ausliegende Verschattung. 100% trifft auf und wir haben jetzt also einen sehr großen Reflexionsanteil. Im Vergleich zur innenliegenden Verschattung haben wir hier sozusagen einen kleinen Reflexionsanteil. Das heißt also 75% geht direkt durch. Das heißt also diese 75% erwärmen dann die Räumlichkeiten. Fenster ist das energetisch schwächste Bauteil in der Regel bei Bestandsbauten und auch bei Neubauten. So Mauerwerk beispielsweise besitzt eine große Speicherkapazität im Vergleich zu Glaselementen. So, und hier auch nochmal verschiedene Wärmewiderstände, Weichkapazitäten. Wenn man jetzt mal guckt, hier Holz-Faserplatten auf eine sehr große Speicherkapazität von 2000 bis 2100, wenn man mal den Klassiker nimmt, sozusagen Glaswolle, liegt das ungefähr bei der Hälfte, 840 bis 1000. So, auch hier nochmal die Situation, außenliegender Sonnenschutz ist letztendlich die beste Form. Wenn die Wärme schon drin ist, dann nützen diese Vorhänge relativ wenig, das heißt also, das Gebäude hitzt sich dann relativ stark aus. Auch hier nochmal eine Sonnenschutzverglasung, das heißt also, auch hier hat man eine Bedampfung auf der Innenseite der äußeren Scheibe, die letztendlich einen sehr großen Reflexionsanteil mit sich bringt. Was man dabei beachten muss, die Sonnenschutzverglasung und so sorgt eben dafür, dass es eben auch im Gebäude dunkler werden kann. Auch da muss man also, sollte dann nochmal ein entsprechendes Ingenieurbüro befragt werden, wenn es uns sozusagen um die entsprechende Planung geht. Wichtig ist also auch, das heißt also, die Personenbelegung, also die Menschen sind ein toller 100-Watt-Strahler und das heißt auch da auch nochmal gucken, welche internen Wärmelasten von Beleuchtung sind vorhanden. Hier verschiedene Lüftungsmöglichkeiten, also dezentral kann man über Kernbohrung sozusagen Lüftungselemente in die Außenfassade einbauen oder beim Neubau meistens gleich umgesetzt, das heißt also zentrale Lüftungsanlage, man baut die zentrale Anlage beispielsweise in Hauswirtschaftsraum ein und hat die ganze Mechanik sozusagen zentral an einem anderen Ort, wenn dass man hier beispielsweise im Wohnzimmerbereich das dann eher hören kann. Auch hier verschiedene Möglichkeiten über den Erdwärmetauscher, das heißt auch hier wird die Luft noch mal ein bisschen gekühlt, bevor es hier dann in die Lüftungsanlage geht und im Raum verteilt wird. Auch hier bieten Solarthermieanlagen, Photovoltaikanlagen, eine gute Verschattungsmöglichkeit zur günstigen
Energieerzeugung, ohne dass dabei der Schornstein qualmt und die Atmosphäre dann zusätzlich erwärmt. Auch hier auch nochmal Verschattungsmöglichkeiten an der Fassade für die Fenster, idealerweise gleich mit PV bestückt, wo dann auch nochmal sehr günstige Energie erzeugt werden kann. Über Smart Home Technologie kann man das Gebäude auch von der Arbeit beispielsweise steuern. In dem einen Fall waren manche Gebäude schon sehr gut ausgerüstet. Das heißt also, da ist dann jemand zur Arbeit gefahren. Der Wetterbericht sagte dann eben, es sollte dann eben viel regnen, dunkle Atmosphäre. Dann kam es aber anders, strahlender Sonnenschein. Das heißt, über sein Smartphone konnte er dann die Rollläden steuern, runterlassen. Das heißt, als er dann nach Hause kam, war das Gebäude dann noch relativ kühl, als wenn er jetzt die Rollläden hochgelassen hätte. Auch hier ein toller Schutz gegen zusätzliche Wärmeeintrag von außen, ausliegende, also eine Begrünung der Fassade oder hier auch sehr, sehr schön, auch ein toller Beitrag fürs Mikroklima. Parkhäuser, die meines Erachtens eher unansehnlich aussehen, werden dann entsprechend ausgewertet und geben eine entsprechende Atmosphäre, auch für den Sauerstoff. Bedarf ein guter Zulieferer. So, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe mal, dass Sie viele Impulse mitnehmen konnten. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können wir das sicherlich im Anschluss klären. So, und übergebe dann wieder an Peter. Ja, Carsten, herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein Parforce-Ritt. Du hast uns ganz, ganz viele Informationen gegeben. Meine Damen und Herren, Sie können die auch in den Folien nochmal nachlesen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, nochmal ein klein bisschen korrigieren zu dem Vortrag von Frank Böttcher. Die filmische Darstellung können Sie hinterher nicht sehen, aber es gibt Vorträge dazu und die haben wir, glaube ich, auch schon online gestellt. Die können Sie dann auch nochmal einsehen. Und wie gesagt, also auch diese Folien können Sie einsehen und dann an der Stelle sich auch gerne nochmal mit uns an der Stelle auch in Verbindung setzen, weil ich will dazu nochmal kurz mit ergänzen. Die Hamburger Energielotsen, die Sie eben ja in dem Logo überall gesehen haben, das ist der Verbund der Energieberater, die unter der Dachmarke Hamburger Energielotsen in Hamburg auftreten. Und hinter den Hamburger Energielotsen, die seit 2019 zusammenarbeiten, sind die Verbraucherzentrale Hamburg, die Handwerkskammer Hamburg mit dem Energiebauzentrum und die CBAU mit vertreten. Und diese spezifische Beratung dieser Klimafolgenanpassung, die erfolgt über das Energiebauzentrum und dort eben im Speziellen auch über den Carsten Kröger. Carsten, vielleicht kannst du uns noch mal zum Abschluss ganz schnell zusammenfassend sagen, wie viele Checks macht ihr so im Jahr? Das ist also ein relativ neues Projekt. Also ich habe jetzt ungefähr 100 Beratungschecks da durchgeführt. Und die Nachfrage ist dann entsprechend sehr groß, teilweise also mehrere Checks auch pro Tag dann. Mhm. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, also man muss ja sagen, die meisten Energieberatungen, die von den Hamburger Energielotsen durchgeführt wird, sind ja auch kostenfrei. Die weiterführenden, die der für die Verbraucherzentrale hat, mit dem Gebäudecheck und so weiter, werden ja innerhalb Hamburgs auch noch kofinanziert, also sind dann auch freigestellt, so ab individuellen Sanierungsfahrplan und so weiter. Ab dort kommen dann die kostenpflichtigen Beratungen. Aber zurück nochmal zur KFA. Diese Beratung ist ja kostenfrei. Der Kunde, du besuchst den Kunden. Er macht einen Termin mit dir, du besuchst den Kunden, schaust dir das Grundstück an, das Haus und gibst ihm dann quasi entsprechende Empfehlungen, Hinweise und so weiter. Du hattest angesprochen, Auszug aus der Starkregenkarte. Ist da mal angedacht, irgendwie später, dass ein Bauherr auch einen Bericht bekommt? Momentan haben wir ja eine sehr große Nachfrage, das heißt also möglichst vielen Eigentümern, Eigentümerinnen wollen wir diesen Service zur Verfügung stellen. In der Zeit, wo wir dann diesen Bericht erstellen würden, könnten wir dann also auch mehrere Beratungen durchführen. Auch im Zuge der Finanzen und so
ist das also sehr, sehr übersichtlich. Das heißt also, da auch noch einen Bericht zur Verfügung zu stellen und so, das wäre dann also im Budget dann nicht drin. Darüber hinaus ist es aber auch noch ein sich verändernder Prozess. Das heißt also, bei dem Beratungstermin ist es ja ein Status quo von einer bestimmten Situation. Das heißt also, gerade auch in der Nachbarschaft kann sich also viel ändern. Ich hatte letztens auch noch ein Objekt da in Rissen gehabt. Das war sonst eine Region, da stand Einfamilienhäuser. Mittlerweile stehen da umringend sozusagen jetzt Mehrfamilienhäuser, Achterblocks. Das heißt auch da die Versiegelung, einerseits doch die Gebäude dann eventuell über fehlende Gründächer, aber auch die Versiegelung dann für die Autos haben also stark zugenommen. Das heißt also, die Belastung von dem Grundstück, was dazwischen hängt und dann auch noch in einem unteren Niveau, weil die Neubauten, die werden teilweise dann auf einem höheren Niveau gesetzt, eine andere sein kann. Das heißt also, da würde ich mich dann also nicht auf den Bericht, der vielleicht vor 3 Jahren erstellt wurde, dann sozusagen festlegen, sondern vielleicht auch nochmal selber mit den Checks, mit der Selbstbeurteilung schauen, was hat sich da verändert und wie sehen dann bezogen auf diese Situation, Gefährdungssituation, die entsprechenden Maßnahmen aus. Ja, Carsten, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns das mal so im Detail vorgestellt hast. Ich glaube, dieses Beratungsangebot wird bald Schule machen. Und ich vermute, das, was die Hamburger Energielotsen seit 2 Jahren anbieten, wird wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Bundesland und in vielen Kommunen demnächst wohl von größerem Interesse sein. Und du hast das angesprochen. Ich glaube, das Programm, also dieser Ansatz, den die Hamburger gewählt haben, ist, glaube ich, auch ausbaufähig an der Stelle und erweiterbar. Ist ein bisschen ein Stück weit auch eine Frage der Gelder, die Kommune oder das Land dafür eben pro Beratung auch zur Verfügung stellen kann. Man darf einzig vergessen, es ist eine kostenfreie Beratung für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Carsten, herzlichen Dank dich nach Hamburg. Und meine Damen und Herren, wir wollen jetzt zu unserem dritten Referenten kommen. Und schalten jetzt über nach Bremen, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, wo Ulf Jakob von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt uns jetzt noch ein bisschen berichten wird über die Strategien für Kommunen und die Gesellschaft in der Planung und Beratung. Bitte schön, Herr Jakob. Ja, guten Abend auch von meiner Seite nochmal. Ich freue mich, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr übergeordnet berichten kann, was sozusagen die Größenordnung einer Kommune oder mindestens eines Quartiers angeht. Ich mache mal eben ein... Eben, es müsste es gesehen werden. Okay. Noch sehen wir ein weißes Feld. Alles? Noch ja, sehen wir ein weißes Feld. Es geht um Strategien für Kommunen und Gesellschaft. Viele Themen wurden schon angesprochen. Ich kann nur mal kurz was zu uns und zu mir sagen. Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Wir sind eine fördernde Stiftung, die sich um Innovation und Lösungen im Bereich von Umwelt und Nachhaltigkeit kümmert. Wir fördern einige 100 Projekte im Jahr, haben insgesamt über 10.000 Projekte in den letzten Jahren eben seit 1991 gefördert und kümmern uns natürlich im Wesentlichen um sozusagen das Thema Vermeidung von Klimafolgen. Klimaschutz ist das wichtigste Thema, aber natürlich auch Themen wie Naturschutz und die Kommunikation, die heute auch schon ein großes Thema war. Wie kommen wir an diejenigen, die sozusagen... Hallo, Herr Jakob, falls Sie mich hören können. Sie haben Ihre Inhaltsfreigabe, glaube ich, noch nicht gestartet. Wir sehen nach wie vor nicht Ihre Präsentation. Vielleicht dort nochmal auf Bestätigen klicken. Oder nochmal neu versuchen. Jetzt gebe ich das nochmal frei. Freigabe. Können Sie es jetzt sehen? Nein, leider nicht. Mal so rum. Wo jetzt? Nein, immer noch nicht, aber Sie hatten uns die Präsentation ja zugesandt. Von daher würde ich jetzt hier gleich mit der Freigabe mal starten.
Sehr eigenartig. Ich habe hier also ein Freigabezeichen. Hat im Vorgespräch ja auch wunderbar geklappt. Ja, sonst würde ich einfach vorschlagen, Jakob, wir starten das einfach von der Regie aus und Sie sagen einfach kurz an, wann wir umschalten auf die nächste Folie. Ja. Das geht auch. Genau, ich bin gerade schon dabei, nur zur Information. Aber hören tun Sie mich, okay? Ja, ja, ist alles gut. Ich glaube, Sie müssen nur den Bildschirm wieder freigeben und dann kann das unsere Regie übernehmen und den Vortrag einspielen. Okay. So, das da sollte jetzt sichtbar sein. Yep, wunderbar. Ja. Gut. Dann beginne ich noch von vorne. Ja, Sie haben mich ja gehört, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt seit 30 Jahren sozusagen im Bereich der Förderung unterwegs. Wir kümmern uns um Klimaschutz, aber wesentlich auch um Innovation und Lösungen im Bereich von Umwelt und Nachhaltigkeit. Und leider ist es ja nicht zu vermeiden, dass wir uns auch zunehmend um Klimaanpassung kümmern. Eine Reihe von spannenden Modellprojekten, die ich hier heute auch kurz präsentiere. Insbesondere möchte ich aber erstmal eingehen auf so diesen ganzen Bereich von Stadt und Kommune. Was kann insbesondere die Planung und auch die Beratung tun? Bitte um einmal weiter. Das ist Thema, was heute auch schon deutlich geworden ist. Die Städte, unsere Städte, in denen die meisten Menschen in Deutschland leben, sind besonders betroffen vom Klimawandel. Wir haben es schon gehört von Herrn Böttcher, auch hier nochmal Zahlen aus München, ganz aktuell. Der Deutsche Wetterdienst, der führt Stadtklimasimulationen durch und wir sehen eine dramatische Zunahme von Warmen und Hitzetage in der Stadt. Also unsere Städte heizen sich auf und das hat Folgen. Es geht darum, dass wir natürlich, wenn es hier wie auf dem oberen Bild darum geht, dass wir ab 2040 möglicherweise eine Verdoppelung der Warmbelastung Tage haben, also die Tage über 25 Grad, dann hat das Folgen auch für die Gesundheit der Menschen, nicht nur für die Umwelt und entsprechende Natur, sondern natürlich auch insbesondere müssen wir uns dann um auch Anpassungsmaßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes kümmern. Bitte weiter. Auch nochmal darauf hinweisen, dass der Klimawandel gerade in dicht bebauten Regionen, in urbanen Räumen eine besondere Auswirkung hat. Also Anteile der Bevölkerung ist hoch, wir haben einen hohen Energieverbrauch und insbesondere 3/4 unserer CO2-Emissionen werden in Städten und urbanen Räumen produziert. Die höheren Lufttemperaturen in Städten im Vergleich zum Umland, die betragen bis zu 10% Unterschiede. Das hat Auswirkungen auf entsprechende Gesundheitsfolgen, auf die Folgen, die heute schon angesprochen wurden. Wir müssen damit rechnen und das sehen wir auch schon, dass die Anzahl der Hitzetage steigen und dass wir anfälliger werden für Starkregen und Überflutungsfolgen. Gerade in Städten haben die natürlich eine besondere Betroffenheit, da wir natürlich dort auch Infrastrukturen haben, bebaute Umwelt, die besonders risikoreich ist und betroffen ist von diesen Folgen. Das heißt, es wird teuer und wir können uns aber wappnen und entsprechend anpassen. Möglichst mit 4 Stellschrauben, die ich hier mal kurz dargestellt habe in der Folie. Es geht um die Bebauungsstrukturen. Mein Vorredner hat das ja schon mal ganz klar gesagt, was da machbar ist. Es geht aber auch, das ist ganz wesentlich, um die Stärkung von blau-grüner Infrastruktur, also Wasser, blau und grün, grün und Freiflächen. Und die Frage, wie gestalten wir unsere Oberflächen? Angesprochen war das ja schon, weiß, Albedo-Effekt. Das heißt, das, was dunkel ist, was entsprechend sich aufheizt, Wärme speichert, gibt sie auch wieder als Wärme ab. Und das hat negative Auswirkungen auf das Stadtklima. Ich würde mal darüber hinaus auch das, was Herr Frank Böttcher ja schon gesagt hat, nicht als ausreichend bezeichnen. Also ob wir ein weißes Auto oder ein schwarzes fahren, wird in Zukunft nicht reichen, um unser Stadtklima zu schützen. Wir müssen darüber hinaus, ich denke mal sogar natürlich ganz andere Formen nutzen, Vorsorge betreiben und gleichzeitig den Klimaschutz nicht zu vergessen, das ist klar. Bitte die nächste Folie. Ja, so sieht es oft aus, wenn ein neues Einkaufszentrum entsteht.
wenn neue Gebäude gebaut werden, Industriegebiete entstehen, es wird versiegelt, es gibt in dem Fall noch nicht mal schattenspendende Grünelemente. Ich möchte hier im Sommer nicht auf dem Parkplatz stehen und ist entsprechend heiß, man sieht es quasi schon. Das Thema, was uns am meisten umtreibt als Grundsatzproblem, ist natürlich die Versiegelung und der Flächenverbrauch insgesamt. Wir haben immer noch über 50 Hektar pro Tag von Boden und Flächen, die bebaut und versiegelt werden. Das ist zu viel. Wir müssen da runterkommen. Und es gibt auch ein Ziel der Bundesregierung, die sagt, 30 Hektar pro Jahr, pro Tag ist das Ziel. Ich denke, wir müssen auf Null kommen, wenn wir erreichen wollen, dass wir in Zukunft auch noch gut leben können. Die Flächenversiegelung ist also unser größter Feind des guten Klimas. Wie wir nachher damit umgehen, das ist, zeige ich Ihnen gleich nochmal mit der nächsten Folie. Ja, die Bebauungsstrukturen in Einfamilienhäusern haben dann zwar die Theorie, mögliche Begrünungsräume, die dann auch Kühlungseffekte haben, darzustellen, doch man sieht zunehmend auch diese Versiegelung und die Bebauung zusätzlich zum Gebäude um das Grundstück herum. Statt einer vernünftigen Begrünung gibt es hier zunehmend diese Schottergärten. Auch da sollten wir uns darüber nachdenken, das zu verändern. Mit dem Blick auf ein besseres Klima, aber natürlich auch, was wir insbesondere betrachten, sind auch zunehmende Effekte, die treffen ja die schwindende Artenvielfalt. Wir brauchen einfach Grün zwischen den Häusern, um entsprechend für das Klima vorzusorgen, aber auch für weitere Maßnahmen positiver Art zu sorgen. Nächstes Bild. Ja, nochmal ein Luftbild hier. Es ist ein neues Gewerbegebiet in der Nähe von Bremen. Gewerbegebiete sind ein großer Treiber für den Flächenverbrauch. Wenn man sieht, sind in der Regel ja Flächen betroffen, die vorher einen sehr guten Klimaeffekt produziert haben. Wenn Sie, sagen wir mal, landwirtschaftliche Flächen bebauen oder auch sogar Feuchtländer, dann sind das in der Regel unsere CO2-Speicher. Also das heißt, wir bebauen und entlasten dazu sozusagen die Möglichkeit, uns mit solchen Böden auch noch eine gewisse Pufferwirkung zu erzielen und holen uns gleichzeitig mit der Bebauung eben einen weiteren Hitzefaktor und einen Problemfaktor ins Haus. Man sieht, so Bebauungen, die sind ganz aktuell, aber die werden weiterhin ohne Begrünung, ohne eine vernünftige Grünraumgestaltung gebaut. Die riesigen Parkplatzflächen kommen dazu. Hier gibt es großes Potenzial an Verbesserung. Nächste Folie. Ja, nochmal ganz kurz, Notwendigkeit besteht nicht nur mit Blick auf das, was ich vorhin sagte, sondern auch, weil natürlich im Wesentlichen dass die Klimaanpassung eine Daseinsvorsorge ist. Das Baugesetzbuch von 2011 sagt genau, wir müssen uns vorsorgend auch um Klimawandel kümmern und das in den Bau- und Planvorhaben umsetzen. Wir müssen natürlich die Menschen vor Risiken und Gefahren schützen und wir bauen jetzt unsere Umwelt von morgen. Das heißt, wir müssen uns jetzt zwingend um Klimaanpassung, aber natürlich auch um Klimaschutz kümmern. Klimaschutz ist unsere kostengünstigste Klimaanpassungsmaßnahme. Das kann man nicht oft genug sagen. Nächste Folie. So, was sind unsere Herausforderungen in dem Thema? Es wurde ja schon gesagt, wir müssen genau wissen, wo sind die klimabedingten Belastungen und wo sind Gefahrenpotenziale, insbesondere in einer Kommune. Das sind auch diese Starkregenkarten, die mein Vorredner gezeigt hat. Das Gleiche gibt es natürlich auch mit anderen klimarelevanten Faktoren. Das müssen wir wissen. Das heißt, so eine Kommune muss vorbereitet sein, um klimaangepasst planen und bauen zu können. Da geht es um Verminderung von Hochwassern. Man muss gar nicht ans Ahrtal gucken, sondern die Hochwässer, die Überflutungsereignisse in unseren Städten nehmen zu. Ebenso die Anfälligkeit für Hitze und Hotspots von Hitze. Und Dürre, dann kommt dazu. Dürre ist natürlich auch Gift für die grüne Infrastruktur. Das heißt, unsere natürliche Klimaanlage, die Bäume, die grünen Parks und Grünanlagen sind darauf angewiesen, dass sie bewässert werden, denn sonst wirken sie als Klimaanlage nicht. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir diese grünen und blauen Strukturen besser zusammenführen und gemeinsam denken. Das Ganze hat dann einfach auch Auswirkungen auf eine verbesserte Lebensqualität, verbesserte Attraktivität des Wohnens in der Stadt und da müssen wir hinkommen. Das sind sogenannte Synergieeffekte, die nennt man in der Planung No Regret. Also alles das, was sowieso sinnvoll ist, machen wir zuerst. Wenn umgebaut wird, dann bauen wir richtig um. Wenn eine Maßnahme sozusagen auch positive Nebeneffekte hat, dann wird sie sozusagen sinnvoll sein und diese Maßnahmen sollten wir auf alle Fälle umsetzen. Und dann geht es natürlich darum, wie geht man mit diesen Konflikten um, die ich schon andeutete. Wir brauchen Fläche auch für Klimaanpassung, für ein gutes Klima.
Wir müssen umgehen mit Wohnungsbau. Auch hier ist ein Bedarf für zusätzliche Wohnungsbaunotwendigkeiten. Der neue Koalitionsvertrag sagt, 400.000 Wohnungen pro Jahr müssen und sollen gebaut werden. Das ist gut zu überlegen, wo die entstehen und wie die entstehen. Sollten vorrangig im Innenraum entstehen, in einer bestehenden Siedlung, weil wir drumherum diesen Donut-Effekt nicht gebrauchen können, gerade aus diesen Gesichtspunkten, die wir vorhin ansprachen. Also hier geht es darum, eine qualitätsvolle Innenverdichtung durchzuführen und entsprechend auch Verkehre zu reduzieren. Nächste Folie. Ja, wir brauchen nichts weniger als einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Wasser, mit Regenwasser. Man sieht hier links auf der Folie das, was bisher die Strategie war, Wasser möglichst schnell raus aus der Stadt. Im letzten Jahrzehnte sind riesige Entwässerungssysteme gebaut worden, die aber heute nicht mehr ausreichen. Also Sie haben es ja schon angedeutet, wir haben es gehört, mit den riesigen Regenmengen, mit denen wir zu rechnen haben, die auch noch zunehmen, werden auch unsere aktuellen, zum Teil groß ausgelegten Kanäle überfordert. Es wäre viel zu teuer, diese auszubauen und es wäre technisch zum Teil auch gar nicht mehr möglich. Deswegen muss man dahin kommen, sozusagen bewusster auch das Wasser in der Stadt zu halten, mit dem Wasser intelligent umzugehen und es auch zwischenzuspeichern. Und da das Bild rechts natürlich hin, das ist diese Quartierslösung, die dann in Richtung einer wasserbewussten Stadt geht. Und da komme ich gleich aufs nächste Folie. Das ist das Leitbild der Schwammstadt. Auch das war schon ein Thema. Ich habe hier nochmal ausführlicher dargestellt, was denn alles die Elemente sind einer Schwammstadt. Da geht das Thema Bauwerksbegrünung als nur ein Element ein. Es wurde ja schon angedeutet, natürlich müssen wir unsere Bauwerke, unsere Häuser noch grüner bauen, damit dort auch Wasser zurückgehalten werden kann. Wir brauchen aber auch grüne Elemente in der Stadt. Das ist hier dargestellt. Viele Wasserflächen entstehen, auch unterirdische Wasserspeicher, die das Wasser binden können und zurückhalten, solange es benötigt wird. Und das intelligent auf den Weg zu bringen, im öffentlichen Raum, auch wie im privaten, ist die Aufgabe der Stadtplanung. Die Details, da komme ich gleich zu, die Elemente, die da reinspielen. Es geht eben darum, das Wasser aufzufangen, es zu verteilen und dahin zu bringen, wo wir es brauchen. Ja. Ja, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, es war eine kleine Animation. Das ist jetzt sozusagen ein Zukunftsbild. Es ist ein Blick auf die Bremer Innenstadt von oben. Zeigte gerade die Entwicklung einer Schwammstadt. Die grünen Elemente gibt es alle nicht. Die haben wir uns hier nur reingemalt. Die brauchen wir aber, um so einen Starkregen, wie hier angedeutet, aufzufangen und zu verhindern, dass es Überflutungen im Quartier gibt, die negative Folgen haben, wie wir vorhin schon gesehen haben. Nächste Folie. Ja, ich möchte nochmal eine Lanze brechen für das Thema Grün, weil was auch deutlich wird, dass wir natürlich mit der zunehmenden Bebauung auch Grünstrukturen verlieren, versiegeln, und das ist Gift fürs Klima. Wir müssen gerade, was aktuell Untersuchungen zeigen, große Bäume in der Stadt halten. Und wir haben die Chance, indem man das intelligent macht. Wir brauchen diese Bäume, weil sie den besten Kühlungseffekt in der Stadt haben. Das ist hier auch angedeutet in der Skizze. Wir haben, wie gesagt, Untersuchungen, die sind ganz aktuell von der ETH Zürich. Die haben mal verglichen, wie die Temperaturunterschiede in einer dicht bebauten Stadt sind mit verschiedenen Grünräumen. Und man sieht, dass die Temperaturen zwischen bebauter Stadt und Umgebung bis zu 12 Grad Unterschiede sind. Also gerade da, wo es grün ist, es ist kühler. Aber die besondere große Wirkung haben Bäume im Vergleich zu klassischen Parks oder Wiesen, die mit wenig Bäumenbestand hat, eine größere Baumansammlung, 2 bis 4-mal so viel Kühlwirkung. Das kommt deswegen, weil natürlich die Oberfläche dieser Blätter groß ist, aber wir auch mit den Wurzeln sozusagen die Gelegenheit nutzen, dass der Baum diese Verdunstungskälte produziert, die durch die entsprechende Verdunstung auf den Blättern entsteht. Dafür braucht er aber eine ausreichende Wasserversorgung. Das ist hier mal dargestellt in so einem Schnitt. Wie kriegt man so eine Wasserversorgung auch in einen Bestand hinein? Da geht es um Baumrigolen. Da komme ich gleich noch mal ganz kurz zu, die man braucht, um entsprechende Wasserversorgung auch für einen Baum zu gewährleisten. Selbst wenn er in dichten bebauten Bestand entsteht, kann man das gewährleisten. Eine Fläche, die frei ist von Bebauung, die kann, das sind Untersuchungen vor ein paar Jahren aus Nordrhein-Westfalen,
die zeigt, dass eine Ökosystemleistung, also praktisch eine Klimaleistung von 500.000 Euro pro Jahr erbracht werden kann, pro Hektar freien Boden. Also wir sollten aufpassen, dass wir solche unsere natürlichen Klimaanlagen hier erhalten. Nächste Folie. Ja, da wurde schon ausreichend zu berichtet. Ich wollte nur mal ganz kurz dazu was sagen. Klimaanlage Gründach. Auch hier hat man natürlich die Effekte, die dargestellt wurden. Das ist aber das Zweitbeste. Das Beste ist, so eine Klimaanlage wirklich auf der Fläche zu haben. Und wenn wir bauen, dann müssen wir so bauen wie hier. Möglichst eine Kombination von Gründach und Solardach da drauf. Also hier eine Photovoltaikanlage, die muss man natürlich so bauen, dass entsprechende Pflegemaßnahmen auch nötig sind. Also wir müssen die Gründächer so gestalten, dass sie nicht über die Solaranlagen hinauswachsen. Aber wenn das, dann hat man sozusagen die positiven Effekte der Isolierung für das Gebäude, für entsprechenden Wärme- und Kälteschutz, wie auch die weiteren ökologischen Vorteile, die schon genannt wurden, und gleichzeitig die Möglichkeit, eigenen sauberen Strom zu erzeugen über so eine Photovoltaikanlage. Also die Kombination, die müsste deutlich mehr gefördert werden. Nächstes Bild. Ja, das ist jetzt ja auch nochmal kurz eine Zahl, die kann ich auch gegebenenfalls später nochmal nachreichen. Ist untersucht worden, dass es neben der ökologischen Wirkung oder der Klimawirkung solcher grünen Maßnahmen, hier hat man also Stadtbäume, Freigrünanlagen und Dachbegrünung mal kombiniert, hat ausgerechnet, was bringen denn diese Kombination von Maßnahmen in einem sehr moderaten Zusammenhang in den nächsten Jahrzehnten. Bis 2050 hat man ausgerechnet, dass es einen Nettozusatznutzen von knapp 80 Millionen Euro gibt. Das ist jetzt gerechnet auf eine Maßnahme in Bremen mit dem neuen Projekt Resilient, weil das rechnet sich sozusagen auch beschäftigungstechnisch. Sie haben verschiedene positive Effekte für die entsprechenden Instrumente und Maßnahmen, die nötig sind, um solche grünen Strukturen einzurichten und zu pflegen. Da können wir gleich weitergehen. Das sind interessante Zahlen, die kann ich nachreichen. Wir möchten die nächste Folie bitte nochmal betrachten. Also wir hatten ja schon über den bebauten Bestand Häuser und Gebäude besprochen, aber es geht auch ganz klar darum, wie kriegt man die Straßen besser grüner und klimaangepasster gestaltet. Das ist eine große Herausforderung, aber es gibt Möglichkeiten und das zeigt sich hier im Schnitt. Also das Projekt nennt sich Blue Green Streets und auch hier sind viele Akteure unterwegs und probieren gute Modellvorhaben aus. Einiges ist in Bremen passiert, aber anderes passiert auch in Hamburg und in anderen Städten. Federführend wird das betreut von der HCU, von Herrn Professor Diekhout. Das sind Maßnahmen, die auch in der Fläche passieren. Wie kriegt man sozusagen grüne Strukturen in diese Straßen, damit diese Aufhitzung, Heizung und die Wasserableitung besser funktionieren? Und dazu braucht es eben technischen Sachverstand und Verbesserungen der Wasserrückhaltefähigkeit, indem man solche Pflanzbeete baut, indem man solche Baumregolen in den Bestand setzt und das entsprechend gut kombiniert, dann gelingt auch eine verbesserte Klimawirkung in Straßen, die bisher tatsächlich klassischen Hitzequellen sind, zunehmend auch mit Autos bestanden, die sich natürlich extrem aufheizen und dann dazu beitragen, dass es im Sommer sehr ungemütlich wird. Nächste Folie. Ja, hier mal so ein gutes Beispiel, wie es gelingen kann, in einer sehr eng bebauten Stadt klimaangepasste Straßenoberflächen zu schaffen mit Grün. Und darunter, unter diesen Oberflächen, befinden sich große Speicherelemente. Das sieht man hier nicht, aber sämtliche Regenwasserabläufe, die entsprechenden Regenrinnen, die Regenabläufe der Häuser und der Oberflächen, die gelangen nicht in das Abwassersystem, sondern werden unterirdisch zwischengespeichert und die können dann genutzt werden, um diese Strukturen, die hier grün entstanden sind, Fassaden, auch Bäume und Vorgärten, zu bewässern. Und man hat dann innerhalb von einigen Metern regelmäßig solche Zisternen, die auch mit einer entsprechenden Handpuppe zum Beispiel direkt bedient werden können. Das ist wirklich niederschwellig und sehr gut gelungen, hat gleichzeitig auch einen großartigen Effekt für die Aufenthaltsqualität. Da geht man einfach gerne spazieren. Ich war da im Sommer und ganz, ganz begeistert von diesen Twin-Straats in Antwerpen, aber es gibt es auch natürlich in anderen Städten. Zunehmend werden diese Straßen umgestaltet. Nächste Folie. Ja, nochmal zusammengefasst für das Thema Planung und entsprechend
klimaangepasste Planung. Also wir brauchen einfach eine ganz starke Ausrichtung auf das Leitbild Schwammstadt. Das wird Hitze wie auch Wasserfolgen mindern, indem man Grünräume stärkt und diese Durchlüftung und die Kühlung vor Ort stärkt. Da brauchen wir diese grünen Anbaustrukturen, also Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Wir brauchen aber auch die Straßenbegrünung und Verbesserung der Wasserleitfähigkeit in den Böden. Und es gibt dieses Stichwort, da hat die Stiftung, die DBU, eine Reihe von Projekten gefördert unter dem Überschrift multifunktionale Flächennutzung. Also wie kann man mit bestehenden begrenzten Flächen möglichst viele Funktionen erfüllen? Eben unter anderem klimaangepasste Bauweise, aber gleichzeitig zum Beispiel Wasser generieren, die Möglichkeit dort auch bei Hochwasserereignissen zwischenzuspeichern, ist möglicherweise auch nutzbar zu machen für Aufenthaltsqualitäten und für stadtplanerische andere Aufgaben. Also so eine intelligente Flächenplanung, die dann auch erfordert, dass man wirklich intensiv an der Planung mit den gemeinsamen, mit den Akteuren in der Stadt arbeitet, ist wichtig. Und die sogenannte doppelte Innenentwicklung eben auch, weil wir natürlich den zunehmenden Druck auf die Fläche in der Stadt kriegen, müssen wir dort intelligenter bauen und den grünen Anteil im bebauten Bestand erhalten oder sogar ausbauen. Das geht natürlich mit Grün am Bau, aber auch mit intelligenten Gestaltung von solchen Baukörpern, damit es eben dazu kommt, dass wir möglichst viele von den Bäumen erhalten, die uns Schatten spenden, aber gleichzeitig auch Verdunstungskühle bringen. Und wie geht das? Ja, Stadtklimaanalysen sind ja schon gezeigt worden, Planungshilfen, wie diese Starkregenkarten sind wichtig. Und es muss eine klare strategische Planung über eine Stadt geben, die sagt, wo ist besonders prioritär, wo ist der Handlungsbedarf besonders hoch, wo sind unsere Klimaauswirkungen besonders dramatisch. Da muss man das institutionalisieren. Das heißt, man muss auch zeigen, wir geben Angebote über die Beratung, über Pläne, aber wir machen das auch konsequent über die Bebauungspläne. Wir schreiben rein, was wir in der Zukunft für Baumaßnahmen, wie die kombiniert werden sollen mit den Klimaschutzmaßnahmen. Dazu gibt es Möglichkeiten eines Ortsgesetzes oder einer Satzung, um auch Baumschutzqualitäten zu fördern. Hier links mal so ein Ablauf gezeigt aus der Klimaanpassungsplanung in Bremen. Also Träger öffentlicher Belange in der Bauleitplanung damit befassen. Klimacheck, der dann abgearbeitet werden muss, hier ein Leitfaden für Klimaanpassung. In Bremen gibt es ein Begrünungsortsgesetz. Das schreibt eben vor, dass bestimmte Gebäude, bestimmte Dächer begrünt werden müssen. Und es schreibt auch vor, wie ein Grundstück begrünt werden muss. Das heißt, wir möglichst viele Flächen auch frei halten vor Bebauung oder vor Versiegelung. Damit das funktioniert, muss natürlich eine Akzeptanz da sein und es muss ganz wichtig auch in der Planungsphase eine ganz frühe Beteiligung dieser Aspekte ermöglicht werden. Das heißt, wir müssen dieses Thema Wasser und Klima ganz früh auch in die Planung einführen und dafür auch Verständnis werben. Und diese Planung wird dann umso günstiger und so einfacher, je früher diese Aspekte in die Planung einfließen. Nächste Folie. Das überspringe ich mal so ein bisschen. Da geht es darum, dass die Bauleitplanung ganz viele Möglichkeiten eröffnet, auch Klimaschutz und Klimaanpassung festzulegen in sozusagen in den Festlegungsmöglichkeiten eines B-Plans. Da muss man dann in das Baugesetzbuch gucken. Hier Absatz 1, Absatz 5 sagt, dass auch die Klimaanpassung berücksichtigt werden muss. Und Paragraph 9 gibt ganz viele Festsetzungsmöglichkeiten, die man sich genau angucken sollte. Und auch mal einfach gucken, was machen Nachbarkommunen, um sich das vielleicht abzugucken und zu sehen, was am besten wirkt. Nächste Folie. Ja, Planungshilfen, hatte ich schon gesagt, strategische Planung muss sein. Hier gibt es zum Beispiel analog zu den Starkregenkarten, die wir gerade gesehen haben, auch Grünkataster, Gründachkataster-Planungsmöglichkeiten, die Ihnen genau zeigen, wo sind denn geeignete Dächer, um Dachbegrünung anzulegen und was für Pflanzenmaterial und was für Kosten kommen dann direkt für diese Fläche auf mich zu. Das ist das Gründachkataster aus Bremen. Es gibt es aber auch anderweitig. Da kann ich gerne nochmal den Link weiterleiten. Das ist jetzt hier mit der PDF etwas schwierig. Nächste Folie. Ja, da werde ich jetzt nicht verstärkt drauf eingehen, weil diese Überflutungsgefahren, Starkregenkarten, die hier aus Bremen unter anderem eben damals als Modellprojekt von der DBU gefördert wurden, gibt es inzwischen auch in Hamburg, wie ich gesehen habe, wunderbar, und auch in anderen Kommunen braucht man das, um entsprechend gezielt planen und bauen zu können. Nächste Folie. Ja, zum Schluss nochmal der Hinweis auf die DBU-Förderung. Also wenn Sie
Vertreter von Kommunen sind oder von Architekten, Planern, kommen Sie auf uns zu, wenn Sie gezielte Fragen haben im Bereich von klimaangepassten Bauen, aber auch ressourcenschonender Quartiersentwicklung. Ja, auch wasserbezogene Planungen sind unsere Kollegen ansprechbar. Das Thema gerade der Interdisziplinarität, den verschiedenen Akteuren, wie kriegt man diese Sachen gemeinsam gedacht, die werden uns in Zukunft viel stärker beschäftigen. Es geht einfach nicht mehr, dass man sozusagen in seinem Ressort verbleibt, sondern muss hier viel stärker auch kooperativ arbeiten und die verschiedenen Aspekte der Planung zusammenführen. Nächste Folie. Ja, nochmal das Beispiel. Ich nenne es jetzt gar nicht mal so ausführlich, aber es geht eben tatsächlich in unserer Förderung auch ganz klar um so eine Frage, wie kann man Digitalisierung nutzen, um diese Frage der Klimavorsorge noch besser darzustellen, sozusagen die Prognosequalität zu verbessern, die Darstellungsqualität, aber auch diese Frage, wie geht denn so eine funktionale Flächen, multifunktionale Flächennutzung? Also nämlich ganz, ganz groß auch diese Frage, wie kann man mit den verschiedenen Regelwerken, die es gibt, die zum Teil gegenläufig ausgelegt werden, wie kann man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und wie müssen die vielleicht angepasst werden, damit es nachher wirklich eine gute Kombination von Aspekten und Akteuren geht, die so in der Fläche unterwegs sind. Dafür braucht es eben Dialog und diese Dialoge und Austauschformate fördert die Stiftung. Es läuft gerade ein Stadtdialog, Bauwerksbegrünung vom Bundesverband Gebäudegrün. Es gibt Analysen, wie viel Grün braucht man zum Beispiel, um einen vernünftigen Kühlungseffekt in einem Quartier zu erreichen. Und auf dem Dach da oben, die Dachbegrünung, die merken Sie unten ja gar nicht in Ihren 1-2 Meter Gehhöhe. Das muss entsprechend ergänzt werden, eben durch zum Beispiel solche Grünstrukturen, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, da kann ich gerne weitere Informationen nachliefern. Aber wir kommen, glaube ich, jetzt zur letzten Folie. Genau, da geht es darum, dass ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit sage. Und unter dbu.de können Sie unter der Suchfunktion auch solche Projekte finden. Oder Sie melden sich bei uns und bei mir, dann kann ich Ihnen gerne weiterhelfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass mit den Folien nicht so geklappt hat, aber ich glaube, die Grundsätze, die meisten Sachen haben wir doch hier ganz gut rüberbekommen. Vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite her herzlichen Dank. Ich glaube, das hat auch ohne Probleme funktioniert, weil ich weiß, dass die Regie das sehr schön im Blick hatte. Insofern glaube ich, ist das gar nicht so das Problem gewesen. Sie hatten vorhin ja die Koalitionsvereinbarung angesprochen und da möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf aufmerksam machen oder vielleicht die Frage stellen. Wir haben ja bald Weihnachten und da sind ja auch Wünsche frei. Und an der Stelle vielleicht, ich sehe, es haben sich jetzt alle drei auch wieder zugeschaltet. Vielleicht können wir ja auch noch mal abschließend ganz kurz ein paar Empfehlungen rausgeben. Da heißt das zum Beispiel in der Koalitionsvereinbarung, ich zitiere, wir unterstützen Kommunen bei der Prävention und Bewältigung von Starkregenereignissen und der Anpassung an den Klimawandel. Und auf den Hinweis, den Herr Jakob schon gab, Baugesetzbuch, auch das soll ja novelliert werden, steht da an anderer Stelle. Herr Jakob, ich fange vielleicht mit Ihnen an. Sie sind noch direkt sozusagen mit mir hier in Bezug. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie denn als Empfehlung den Koalitionären aufgeben für die Umsetzung dieser Ziele, die ja noch verständlicherweise ein bisschen pauschal gefasst sind? Ja klar, ich hätte mir auch ein bisschen mehr Konkretes gewünscht in so einem Koalitionsvertrag. Aber gut, es ist ja auch dem begrenzten Rahmen geschuldet. Aber wichtig ist, dass wir jetzt ein eigenes Ressort fürs Bauen haben, wo aber auch hoffentlich die verschiedenen Akteure, wo es nicht nur darum geht, Quantität zu schaffen, sondern auch Qualität. Wenn wir das schaffen wollen, muss man auch die Aspekte, die ich genannt habe, nämlich sozusagen die Natur- und Landschaftsstrukturen mitdenken und möglichst sozusagen die Aspekte fördern, die uns ja sehr niederschwellig und günstig das Stadtklima verbessern, nämlich das Grün in der Stadt. Und dafür braucht es nicht nur Förderung, sondern auch Forderung. Und ich glaube, wir müssen dann eben auch mal sagen, das ist hier in Zukunft nötig. Und Investor, du hast jetzt zwar eine tolle Idee, aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und bitte kümmere dich darum, dass diese Flächen auch so gut gestaltet werden, dass dann sozusagen fürs Stadtklima die bestmögliche Lösung herauskommt. So, jetzt gebe ich mal in aller Kürze noch mal kurz rum. Ich schalte noch mal rüber nach Offenbach und sehe noch Frank Böttcher. Frank, was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben oder als Empfehlung rausgeben, wenn du das hörst, die Ziele zum Thema Starkregenereignisse, Anpassung an den Klimawandel?
Also ich habe eine ganz konkrete Empfehlung, die ganz anderer Art ist, jetzt nochmal Winterreifen aufzuziehen. Die Wettervorhersage deutet jetzt den Schnee an. Für Süddeutschland in Lagen oberhalb von 400 Metern wird es jetzt winterlich. Also das ist jetzt sehr konkret und pragmatisch anwendbar. Ansonsten heißt es natürlich vor allen Dingen, die Dinge miteinander zu denken, sektorenübergreifend zu denken und auch vor allen Dingen manche Zielkonflikte in den Blick zu nehmen und für die Lösungen und vielleicht sogar nochmal die Prioritätenstrukturen sich genauer herauszuarbeiten. An welcher Stelle wollen wir was machen? Wir sehen das bei den Windkraftanlagen beispielsweise, die Interessenskonflikte, was die Flächen angeht, die Nähe zu Nachbarschaften angeht und gleichzeitig das Ziel, eben möglichst viel erneuerbare Energien zu bekommen. Also es gibt einige Zielkonflikte, auch im urbanen Umfeld, und die gilt es, glaube ich, herauszuarbeiten, zu priorisieren, dort Entscheidungspfade aufzuzeigen und vor allen Dingen tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das sektorenübergreifende Denken. Es muss alles miteinander verzahnt werden. Wenn ich also das urbane Umfeld umgestalte, wenn ich dort Grünflächen habe, wenn ich eine Schwammstadt gestalte, dann hat das auch Auswirkungen auf die Mobilität, auf Mobilitätsstrukturen, auf auch verschiedene andere Fragestellungen. Das zusammenzudenken ist, glaube ich, jetzt besonders wichtig. Ja, danke schön. Dann nochmal das Wort rüber nach Hamburg. Carsten Krüger, du hast auch noch einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Du bist uns noch laut schalten, bitte. Gerade der Entwurf Mobilität ist leider sehr, sehr schwach rübergekommen, sozusagen, was die neue Ampelkoalition da momentan zu bieten hat. Also von daher nicht meine Empfehlung, die Winterreifen aufzuziehen, sondern eher mehr Bus und Bahn fahren, sozusagen, die Straßen entlassen und sozusagen weniger Emissionen in Form von CO2, aber sonstige auch abrief, sozusagen, das nochmals in Spann. Die Spannung zu ziehen und da dann auch nochmal, wenn ich mich jetzt so umgucke, Gründächer, also auch ein großes Ziel, sei es jetzt, wenn ich über Google Earth gucke oder von großen Gebäuden gucke oder so, da ist einfach noch zu wenig Grün sozusagen, um jetzt Wassermassen sozusagen aufzunehmen, zu speichern, was sozusagen zur Überlastung der Siedel führt und damit sozusagen mehr Puffer bietet sozusagen für Überschwemmungen. Ja, vielen Dank Ihnen dreien. Nochmal ganz herzlich für diese tollen Vorträge. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich bitte um Nachsicht, aber ich glaube, es waren so spannende Beiträge, dass das ganz viele auch würdigen werden. Die Frage zu beantworten, ob nun Klimafolgenanpassung leicht gemacht ist, das fällt uns auch wirklich nicht leicht und wahrscheinlich ist es auch nicht so leicht. Wir müssen viel, viel beachten in nächster Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, werte Damen und Herren, auch für das engagierte Chatten. Es ist viel über Grün und Photovoltaik diskutiert worden. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir dieses Thema ja auch in früheren Veranstaltungen schon mal sehr intensiv fachlich auch begleitet haben. Insofern können Sie da auch nochmal ganz viele ergänzende Informationen bekommen. Ich möchte aber nicht.